So Leute, jetzt gibt es von mir eine neue Videofolge. Ich weiß nicht, ob ich es Böller-Tour nenne, aber auf jeden Fall eine schöne Böllerei. Skybombs, Crackling Balls, ein paar schöne Böller. Fangen wir einfach mal an, und zwar mit diesen hier, den Fire Event D-Böllern. Schrott. Ja, ziemlicher Schrott. Dann kommen jetzt die XP3 von Explode. Also ich finde, preis-leistungstechnisch sind diese Böller sehr, sehr gut, vor allem diesen schönen Vorbrenner. Jetzt geht's weiter mit den Crackling Balls von Heron. Alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Also unfassbar, diese Teile. Wahnsinn. Die schmecken. Die schmecken, genau. Einfach nur unfassbar heftig. Jetzt gibt's die 1001 Silbertaler von Nico. Nico! Nico! Ich spür Piep. Nico! Das war's, genau. Es geht weiter mit den kubischen Kanonenschlägen von Lidl im 6er-Pack. Mal sehen, ja, ob sie sich dieses Jahr verbessert haben, die Teile. Naja, auf jeden Fall schön dumpf. Ja, es sind halt sehr, sehr viele Verpuffer dabei. Ihr habt es ja gehört. Manche sind sehr, sehr gut. Der ging jetzt wieder. Dann geht's weiter mit den Skybombs, die Single Shots, eine Neuheit von Weco 2018-19. Ich würde sagen, die stecken einfach in diese. In die Wiese. In die Wiese, genau. Steck gleich mal alle hin. Nee, alle hin stecken. Machen wir mal eine. Ja, einfach mal testen jetzt hier. Ja, würde ich sagen, kann man zünden. Sind recht gut, die Teile. Und gleich mal zwei Stück. Und jetzt auch wieder zusammen die zwei letzten.
Jetzt haben wir hier noch die Kuckoo-Fontäne von Nico. Schoko. Schoko. Schoko, Schoko. Schoko. Jetzt geht's weiter mit den B-Böllern von Funke. Echt der Oberhammer, oder was sagst du? Ja, schmeckt. Einfach Wahnsinn, schmeckt einfach total. Mega krass, für B-Böller waren das. Nicht DC, es waren B-Böller. Es geht weiter, Vegas Vulcanus, mal ein bisschen F1. Mhm. Ja, stell dann am besten hier hin, oder? Gleich hier vorne. Ich wollte nicht, der ist durchgezündet. Und jetzt zuletzt haben wir noch die Cobra Mini. Wirf einfach mal ein paar. Ja, und ich fand die Böller gar nicht mal so schlecht, also vergleichbar mit dem Black Cobra.